Logistik klären. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir ja hier beispielsweise im Winter doch einige Einschränkungen. Это не так просто касательно логистики, так как здесь в связи с суровыми зимами могут быть проблемы. Im Schiffverkehr haben und das sind Dinge, die noch geklärt werden müssen. Также договорились с судоходными предприятиями. Это те вопросы, которые необходимо решить перед началом строительства производства. Если правильно, поскольку конец года, то это начнется, наверное, в 2014 году. Richtig, das Einschätz in diesem Jahr, das nicht mehr passiert, wie kann dann im nächsten 2013 Jahr? 2013 nicht mehr. Aber wir gehen von. Ist schon ein Betriebsgelände schon ausgewählt oder nicht? Wir haben unsere russischen Partner, haben das Betriebsgelände uns schon besucht. Das wir heute noch mal anschauen. Наши русские партнеры уже нашли подходящую площадку, и мы намерены эту площадку сегодня посетить. Да, это не что-то такое. Wo befindet sich dieses Gelände? Auf der anderen Seite der Wolga, etwa 20 Kilometer entfernt. На другой стороне Волги приблизительно 20 километров, в отдалении 20 километров. Вопрос можно? Харальд, in Deutschland gibt es einen Verbund Bioenergie. Ja. Herr Lamp ist Vorsitzender, wissen Sie. Nicht so lange vor, Herr Lamp hat ein so gleiches unterschrieb, Dokument unterschrieb in Nizhny Novgorod am 2008, dass er mit seinem Vergleich hat. Eine Zusammenarbeit mit Nizhgorodem Gebiet. Ich interessiere mich, haben Sie Zusammenarbeit mit Herr Lamp und diesem Verbund? Bioenergie ist Bioenergie Heidelberg? Bioenergie, die gehört sich an Norddeutschland. Ja, also ich habe vor kurzem ein Unternehmen angeschaut, Bioenergie, was verkauft werden soll. In ja. Ja. Okay. Entschuldigung. Vielen Dank. Ich habe heute ein E-Mail geschickt an Ihren an Bioenergie. Na, an Ihren E-Mail im Büro. Nach Chernpelets. Ja. Ich erkundige mich, ob bekommen Sie schon oder noch nicht. Es geht um, dass ich bin ein Spezialist für diesen Bereich. Arbeite hier in Nizhny Novgorod in der Landwirtschaftsakademie und außerdem war ich als Gastwissenschaftler an der TU München in Weinstephan, weil bin ich ein Spezialist in Verarbeitung landwirtschaftlicher und ich erkundige mich bei der Arbeit in neues Werk. Und außerdem ich erkundige mich über Vertretungsbüro in Nizhny Novgorod oder in Moskau. Also wir sind ja noch in einer ganz frühen Phase und wenn wir weiter sind, suchen wir viele Unterstützung, weil es ist ja am Ende nicht einfach so ein großes Werk in dieser ganzen Zulauf von Rohstoffen und auch was die technische Abarbeitung anbetrifft, zu organisieren. Das ist also nicht sehr einfach. Also können wir nur jede Unterstützung brauchen. Ja, und der Sonin, der uns hier vertritt, der ist auch zu jeder Zeit ansprechbar. Gucken Sie bitte E-Mail. Okay. Bedanke mich. Bitte, bitte. So, jetzt wollen wir uns das sagen. Пожалуйста, Александр, куда нам теперь?